Straßenleute. Scheiße. Ja, wie gesagt, wir sind Method of Proof aus Chemnitz. Hi, falls ihr uns noch nicht kennt, falls ihr uns kennt, trotzdem hi. Nächster Song heißt Hate Inside as Elder. We'll be right back.
Es ist super schön, heute hier zu sein. Rosswein ist immer schön. Ich denke, jeder, der hier schon mal gespielt hat, kann das bestätigen. Es macht immer eine Menge Spaß, hier zu sein. Die folgen viele Leute aus der Umgebung, die man kennt. Das ist immer ein kleines Erlebnis. Und dann noch sowas wie heute, der Luminator Release Show. Das macht doppelt Bock, ey. Ja, Antonio ist der dritte Gitarrist in jeder Band. Das müsst ihr wissen. Er weiß alles. Er weiß alles. God is dead! Thank you.
Ihr merkt so, ich rede nicht viel. Ich habe nicht so viel zu sagen. Ich bin weiß, ich bin privilegiert, wie die meisten hier von euch. Ich habe nie erfahren, was es heißt, gesellschaftlich irgendwie ausgegrenzt zu werden. Ich habe einfach nicht den Standpunkt, euch zu sagen, was ihr zu tun und zu lassen habt. Es gibt Probleme, das weiß jeder von uns, es gibt Probleme auch hier. Und dessen sind sich viele nicht wirklich bewusst, habe ich manchmal das Gefühl, beziehungsweise wird uns das selbst manchmal nicht bewusst. Ich jetzt hier noch weiter laber, lasse ich einfach jemanden kurz was sagen, der auch wirklich was zu sagen hat. Applaus für Nina. Also, ihr müsst erst abholen am Ende am besten. Ich habe mir einen schwarzen Zettel gemacht, weil ich will auch alles sagen. Deswegen habe ich mir einen schwarzen Zettel gemacht. Also, ich kann euch auch nicht sagen, was ihr zu tun oder zu lassen habt. Das will ich auch gar nicht. Ich will euch einfach nur mal eine Sicht geben, wie es halt bei mir, bei anderen Mädels in dieser Szene halt so ist. Weil ich glaube, das wird viel zu wenig gemacht. Ich denke, viele von euch wissen, dass es immer noch so ist, dass Mädels so eine Art Sonderbehandlung bekommen in der Szene. Wird schon genickt. Richtig? Das ist kein schönes Gefühl. Und ich habe in den letzten Jahren mit vielen verschiedenen Mädels geredet und alle erzählen ähnliche Dinge. Man ist entweder die Freundin von, man wird gefragt, zu wem gehörst du, man wird viele andere Dinge gefragt, man wird auf seine Kleidung reduziert, wenn man nicht dem Hardcore-Kodex entspricht zum Beispiel. Oder wenn es um gemeinsame Anreisen geht, die Frau wird als letztes gefragt, ob sie mitkommen will. So eine Sachen passieren, sind fast allen Mädels passiert, mit denen ich bisher geredet habe. Das mag vielleicht für jemanden, der das so hört, kein großes Ding sein, aber wenn einem das immer, immer und immer wieder passiert, fühlt man sich irgendwann sehr, sehr ungerecht behandelt. Und es gibt sehr, sehr wenig Menschen, die sich anders verhalten, die das nicht machen, die ich bisher kennengelernt habe. Es gibt viel Ansprachen von Bands, die sagen, Sexismus ist scheiße. Es wird geklatscht, es wird applaudiert. Aber dieser Schritt von, wir klatschen, wir finden das cool, was der sagt, zu dem hinzugehen und dann zu sagen, okay, ich denke darüber nach, wie ich mich selber verhalte. Ich verändere mein Verhalten. Und ich gucke, dass ich vielleicht nicht der Grund bin, warum sich jemand anders ungerecht behandelt fühlt. Der fehlt halt noch an vielen Ecken. Und deswegen denke ich, ist es wichtig, das mal anzusprechen, weil es halt mittlerweile nicht mehr wirklich viel gemacht wird. Vor einigen Jahren gab es das sehr, sehr viel, dass gesagt wurde, das ist ein Problem. Mittlerweile wird es eher verschwiegen, weil keiner mehr Bock auf das Thema hat, was ich auch verstehen kann. Aber dadurch löst sich das Problem nicht. Und dementsprechend sind halt auch so Sprüche wie, die Szene ist so progressiv, guck mal zum Beispiel in den Metal, guck mal, was da abgeht, wie die Frauen da behandelt werden, da ist es viel schlimmer als hier. Für mich kein Argument, gerade wenn man sagt, die Szene ist progressiv, dann sollte man dieser Progressivität auch irgendwie gerecht werden und das halt auch nutzen, um Fortschritt zu machen. Und dementsprechend denke ich, dass wir alle unseren Sexismusbegriff ein bisschen weiter ausbauen müssen. Wir müssen wegkommen von dem, okay, ich darf nicht mal Fotze sagen, hinzu, die Frau ist genauso wichtig und genauso gleichberechtigt und gleich viel wert, vor allen Dingen, wie die Männer in dieser Szene, die nun mal, wenn ich auch hier in den Raum gucke, die große Mehrheit bilden. Als letztes wollte ich noch sagen, was vielleicht so ein kleiner Denkanstoß ist, was mir zum Beispiel öfter passiert, wenn ich den ganzen Tag hinter Merch sitze und es kommt jemand und da steht 5 Minuten lang ein Kerl neben mir, wird immer der Kerl angesprochen. Und ich denke, das ist nicht was, was jemand bewusst macht. Das ist einfach ein gesellschaftliches Problem, aber wir sollten uns dem bewusst werden, das in unser Bewusstsein halt überführen sozusagen. Und nächstes Mal, wenn ihr in Merch geht und den Kerl anspricht anstatt das Mädel, dann fragt euch, warum das so ist, ob das so sein sollte und ob man es nicht vielleicht anders machen kann. Vielen, vielen Dank. Ja, vielen Dank. Letzter Song von uns für heute Abend. Tschüss, Lika. Yeah.
Ciao, wiederkommen.